Sehr geehrte Damen und Herren, heute möchte ich Ihnen etwas über Italien erzählen, beziehungsweise die Immobilien, was wir in Italien vermarkten. In Italien haben wir mehrere Hotels, sowohl in Mailand, in Rom, in Venedig. Hier haben wir einige Hotels anzubieten. Natürlich dürfen wir die Namen nicht namhaft machen von diesen Hotels, außer derjenige, der sich dafür interessiert, wenn uns eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt, quasi somit sich preisgibt, dann können Sie natürlich selbstverständlich alle Unterlagen haben. Wir haben in Rom 4-Sterne- und 5-Sterne-Hotel, in Mailand ebenfalls eine 4-Sterne- und 5-Sterne-Hotel und in Venedig haben wir auch nochmal 3 Hotels. Wir erwähnen immer wieder, wir haben auch Hotels in Österreich, wir haben in Hotels auch in der Slowakei, wir haben Hotels in Ungarn, wir haben Hotels in der Türkei selbstverständlich. Also diesbezüglich, wenn Sie Fragen haben sollten, bitte rufen Sie uns an. Natürlich bei Hotelverkäufen ist es so, die Hotelier, die möchten ja am Anfang quasi nicht preisgeben, welches Hotel ist. Deswegen müsste sich derjenige, der Käufer, preisgeben, also sprich eine Vertraulichkeitsvereinbarung und eine Kapitalbestätigung, dass er sagt, gut, ich hätte das nötige Kleingeld und möchte, und das interessiere mich für dieses Hotel, dann kommunizieren wir halt mit den Eigentümern, sagen, schauen Sie, der oder diejenige interessiert sich dafür, dann dürfen wir Ihnen die ganzen Unterlagen zukommen lassen. Wenn Sie diesbezüglich mehr Fragen haben sollten, bitte rufen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Dream Immobilien, Özmen Erkan, begrüße Sie.